Hallo Leute, ich bin's wieder, euer Christian, wieder zurück auf YouTube mit einem kleinen neuen Video zum Spiel Clash of Clans und jetzt natürlich wie immer mein Dorf im Hintergrund standardmäßig. In den letzten Videos war es ja nicht der Fall, aber heute zum Update-Video, wo jetzt das Update rauskommt, wieder mal mein Dorf im Hintergrund. Und ja, die letzten Minuten habe ich damit verbracht, vor dem Button zu sitzen, wo stand, es sind noch einige Minuten bis zum... Also eine Serverwartung ist halt, in einigen Minuten kann man das Spiel wieder spielen. Habe ich jetzt bestimmt 10 Minuten gewartet, um dieses Spiel wieder zu starten. Und ja, werde ich euch gleich mal die Neuerungen präsentieren. Und zwar, was neu ist. Zauberstärke und Siegerbestimmung im Clankrieg. Verbesserte Blitz, Gift, Erdbeben und Frostzauber. Ja, das hatte ich ja schon in den vorhergehenden Videos gebraucht gehabt, die Informationen und so. Blitzzauber für Visiten. Sowie 25 neue Marschabschnitte bei Rathaus Level 10. Die werde ich dann auch gleich bauen. Ihr seht so unten in der Ecke ja schon 25. Die rote Zahl oben in der Ecke. Das handelt sich dabei um die 25 neuen Mauerstückchen bei Rathaus Level 10. Das war ja auch schon angekündigt gewesen. Und dann, die Gesamtzerstörung entscheidet jetzt den Sieger. Wenn am Ende des Clankriegs ein Unentschieden besteht, gewinnt der Clan den höchsten Zerstörungsanteil bei den besten Angriffen. Hä? Ist es jetzt so gemeint, dass der Zerstörungsanteil durch von allen ausgeht oder nur von den besten Angriffen? Das weiß ich jetzt nicht genau. Das muss ich erstmal sehen, wie das gemeint ist, aber hier ist es irgendwie nicht ganz eindeutig, finde ich. Gut. Dann überarbeitete Zauber mit angepasster Stärke. Blitzzauber. Der Blitzzauber auf Level 7 verwüstet sowohl Gebäude als auch Truppen. Ja, das war ja eigentlich immer schon so. Mehr Schaden durch Blitzzauber auf Level 5 und 6. Ist eigentlich klar, dass die denn angehoben werden. Die Schaden werde ich jetzt gleich mal nachgucken. Blitzzauber schlagen jetzt enger zusammen ein und verfehlen nicht mehr so leicht. Das habe ich ja schon in dem vorherigen Video gezeigt, in dem, diesem vorgegebenen Video, also diesem Clash of Clans offiziellen Video, habe ich es ja schon gezeigt gehabt. Gut, dann geht's weiter mit dem Giftzauber. Truppen in einer Giftfolge nehmen zuerst weniger Schaden, der sich aber mit der Zeit immer mehr verstärkt. Das hatte ich ja auch schon gezeigt gehabt in dem Clash of Clans Video, dass dieser Schaden dann eben ansteigt, er langsam anfängt und dann ab der 6. Sekunde seine volle Wirkung entfaltet eben. Der Schaden durch Giftzauber wurde stark erhöht und hält noch nach dem Abklingen des Zaubers an. Aha. Das verstehe ich auch nicht so ganz, wie das gemeint ist. Werde ich dann mal sehen. Giftzauber reduzieren jetzt außerdem die Angriffsgeschwindigkeit verteidigender Truppen. Das war ja eigentlich auch vorher schon so, dass die Truppen da langsamer geworden sind. Aber wenn es jetzt wirklich so bleibt, dass die Truppen in Anführungszeichen wie vergiftet sind, wäre natürlich auch eine feine Sache. Dann der Erdbebenzauber. Erdbebenzauber fügen jetzt viel mehr Schaden zu. Ungeachtet der aktuellen Trefferpunkte eines Gebäudes. Das hatte ich ja auch schon erwähnt gehabt, dass das mit den Prozenten eben ist. Dann wiederholte Erdbebenzauber verursachen bei denselben Gebäuden jetzt weniger Schaden. Das war ja auch in dem Video zu sehen mit dem Infernoturm, dass der Infernoturm kaum zerstört worden ist, also dass er noch die Hälfte im Leben hatte, aber die Mauern zerstört wurden. Und 4 Erdbebenzauber zerstören auch weiterhin jede Mauer. Also das ist gleich geblieben. 4 Zauber zerstören jede Mauer, egal welches Level. Gut. Dann kommen wir noch zur Spielbalance. Frostzauber haben jetzt auch eine Auswirkung auf verteidigende Lufteinheiten. Das hatte ich ja schon gezeigt gehabt, dass man jetzt Ballons und Drachen und eben auch Minions einführen kann. Dann, Lavahunde können Lufteinheiten nicht mehr angreifen. Das war ja sehr ärgerlich, wenn man jetzt zum Beispiel mit Drachen gegriffen hat und ein Lavahund in der Clanburg drin war und wo sich der Lavahund dann in die Lavawelpen zerspalten hat, dass die Drachen dann wirklich mega abgelenkt wurden. Das ist nicht mehr der Fall. Da wird man jetzt, denke ich, auch nicht mehr so viele Lavahunde in der Clanburg sehen. Feine Sache. Angreifende Truppen beginnen den Kampf jetzt aus einer größeren Entfernung. Hä? Das verstehe ich nicht ganz, wie das gemeint ist. Ob man die jetzt weiter wegsetzen kann oder ob die jetzt weiter attackieren. Das ist irgendwie eine seltsame Sache. Muss ich mal nachschauen. Und für Titan 3 und 2 sind im Laden jetzt Schilder für eine Woche haltig. Ja, das betrifft mich ja noch nicht. Aber Informationen nicht schlecht. Wie gesagt, Titan 2 und 3 kann man jetzt, wenn man eine Clash of Clans Pause machen will, ein Schild für eine Woche kaufen. Das ging vorher eben noch nicht. Gut, jetzt geht's. Dann werde ich mal hier die Mauer bauen. Ihr seht, 25 Stück kann ich bauen. Die werde ich mal irgendwo hin pflanzen hinten. Vielleicht dahin.
Bam, wenn ich noch rüber soll, ist jetzt ein Spinner. Mal schauen. 25, Wahnsinn, na komm. Und auch hier ein paar hingepflanzt. Bam, 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 bam. Ganz schön viel, wenn man sich so anguckt, die ganze Ecke nochmal. Kann ich vielleicht hier die Kanone noch umzingeln, einbauen und da hinten noch die andere Kanone. Und vielleicht sogar den Turm hier drüben noch. Mach ich mal schauen, was sich da so ergibt raus. Ist jetzt zwar auf Level 1 noch, aber die können wir eigentlich gleich mal die Reihe wählen. 17.000, zack, ausbauen, dann nochmal verbessern, 85.000 und 170.000 und 500.000. Und zack, da haben wir sie schon auf Level 5. Ach scheiße, jetzt habe ich hinten vergessen. Egal. Zack, 83.000. Na gut, das war jetzt mehr oder weniger ein bisschen sinnlos. Ja, wie gesagt, die anderen Sachen kann ich eben noch nicht so ganz zeigen, die Zaubersprüche. Die werde ich dann wahrscheinlich morgen mal zeigen, weil morgen kommt ja wieder regulär ein Video. Aber ich werde euch noch mal zeigen, wie jetzt die neuen Mauern aussehen. Und zwar gehen wir jetzt mal zu einem Spieler, der alle Mauern schon auf 11 hat hoffentlich. Und ihr seht jetzt wirklich die Level 11 Mauern. Kranke Sache. Sieht wirklich mega aus. Er hat die Mauern sogar schon auf 9. Krank. Alter. Hat die Mauern schon auf 9, hat die Minen wahrscheinlich leer gemacht alle. Ne, Minen rammel voll. Alter. Ein Kunde, die Mauern schon auf 9. Und die anderen Mauern wie gesagt auf 11. Wenn das nicht geil aussieht, dann weiß ich auch nicht. Ich finde die an sich viel, viel schöner als die Level 11 Mauern, wie sie vorher waren, diese blauen, aber ist natürlich jedem selbst überlassen, wie man das sieht, aber ich finde die auf alle Fälle viel, viel schöner als die blauen. Und man sieht, die leuchten auch so lustig hier, also es wird da Lava durchfließen, die an einer Stelle nochmal heller ist und dann eben wieder dunkler wird, richtig geil, ihr seht das, es fließt davor die Lava, feine Sache, also richtig geil. Ich habe zwar bei mir noch keine Mauer auf 11, aber das kommt eigentlich noch, weil ich will erstmal alle Mauern auf 10 machen jetzt bei mir. Dann auf 11, logischerweise. Also habe ich jetzt noch lange keine 11 Mauern, weil ich habe jetzt gerade mal. Na, wo steht's? Alles löschen. Wie viele Mauern habe ich auf? Na, ich habe jetzt noch 118 Mauern zu machen. Erstmal auf Level 10 und dann habe ich noch die ganzen 9 Mauern. Also habe ich noch 135, 143 Mauern zu machen und das kann noch richtig lange dauern. Also werde ich euch da keine Hoffnung machen können, damit ihr so schnell eine Level 11 Mauer sehen könnt bei mir. Aber das ist nicht so schlimm. Gut. Das soll es dann auch wieder gewesen sein zum heutigen Video. Könnt ihr mal einen Kommentar und die Bewertung lassen, falls es euch gefallen hat. Oder auch, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt für meinen Kanal. Und in dem Sinne würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Video. Euer Christian.